Hallo und herzlich willkommen zur Tangotechnik. Ich bin Raquel Lang und erkläre euch heute das Tangobein. Damit ihr ein Gefühl dafür kriegen könnt, werde ich euch noch eine Basisübung hierfür zeigen. Okay, lasst uns starten. Okay, bevor wir starten, möchte ich die Begrifflichkeit erklären. Und zwar benutze ich, wenn ich das Tangobein benutze, fängt das hier oben gleich unter der Brust an oder hier bei den Schulterblättern, wenn man das von hinten guckt. Es ist nicht hier in dem Becken drin, sondern es zieht sich bis hier hoch. Und wenn ich die Übung mache, dann rede ich immer davon, dass das meine Tango-Taille ist. Hier meine Tango-Hüfte, das Knie ist dann wieder normal, der Fuß auch, so wie wir es kennen. Und wenn ich das Bein bewege, zum Beispiel in einem Vorwärtsschritt, ich zeige das mal von der Seite, dann habe ich, wenn ich nichts mache, so im Alltag, eigentlich meine Schultern über der Hüfte. Wenn ich aber das Tangobein aktiviere, dann geht das bis hier unter die Brust und dann kommt es in der Rotation rein. Sprich, mein Becken, das habe ich rechts vorne, das dreht sich hier nach links. Oben bleibe ich dabei gerade, da möchte ich aber meinem Partner bleiben. Aber es ist nicht das, sondern es ist hier hochgedreht. Bis unter die Brust. Und um das zu üben, gibt es eine schöne Basisübung. Die ist ganz einfach vorkreuzen. Also sprich, ich stehe jetzt hier auf rechts. Mein linkes Bein, das Spielbein, das bringe ich ein bisschen nach hinten. Hier ist schon wieder diese Rotation drin. Ihr seht, das Bein ist nicht bis hier, sondern es zieht alles bis hier oben. Und jetzt versuche ich in 4 Schritten vorzukreuzen, und zwar von hier oben. Also erst bringe ich das Italienstück nach vorne, dann die Hüfte. Dann das Knie und zu guter Letzt nur noch den Fuß. Und wenn ihr das macht, müsst ihr hier eine große Spannung spüren, dass es bis unter die Brust geht. Das zieht hier die schrägen Bauchmuskeln runter. Wenn ihr das loslasst, dass die Hüfte über der Schulter ist, dann ist keine Spannung drin, dann sind die Beine hier. Ich möchte es aber bis hier oben. Dann Fuß wechseln und dasselbe von hier wieder. Erst die Taille, die Hüfte, das Knie. Der Fuß. Das ist eine Spiralbewegung, die sich bis ganz hier oben hinzieht. Fußwechsel und von neuem. Das könnt ihr schön auf die Musik machen. Taille, Hüfte, Knie, Fuß. Selbstverständlich ist das normalerweise so eine flüssige Bewegung, aber damit ihr diese Punkte wirklich alle einmal schön mitmacht, ist es schön, wenn man das auseinander nimmt. Das Ganze kann man auch rückwärts kreuzen machen. Dann ist die Spirale von unten. Also ich fange nicht hier oben an, sonst ist meine Hüfte sofort weg, sondern ich fange hier mit dem Fuß an, dann nehme ich das Knie, dann nehme ich die Hüfte und zu guter Letzt die Taille. Und dann wieder nehme ich den Fuß, das Knie, die Hüfte, die Taille. Also es ist ganz schön anstrengend auch, weil ich permanent hier das Zentrum halten muss und die Bewegung bis hier oben machen. Sobald ihr diese Anstrengung oder diese Spannung auflöst, fällt die Hüfte hier wieder in die Horizontale, also die ist immer in der Horizontale, aber die fällt nach vorne unter die Schultern. Das ist das, was der Körper machen möchte. Im Tango ist es aber bis hier oben. Und wenn ihr diese Tangobeine nämlich immer bis hier oben benutzt, dann habt ihr schön lange Beine, mit den High Heels noch viel längere, auch wenn man nur 1,62 groß ist. Ich hoffe, das Video hat euch neue Einblicke und Inspirationen gegeben. Ihr wisst, üben, 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 damit es auch vom Kopf in den Körper geht. Weitere Videos findet ihr in unserem Kanal. Bis auf ein nächstes Mal.